Freunde, das ist Radio Duftwurz. Willkommen zurück hier auf Watchpenter und deren Slaps and Beans. Wir machen jetzt an der Stelle weiter. Flughafen, was wir freigeschaltet haben letztes Mal. Jawohl. Und wir nehmen jetzt den Dicker. Aber wir können im Spiel sowieso immer wieder den Charakter wechseln. Von daher. Jo. Er kloppt irgendwo hin, okay. Ja, viel haben wir nicht mehr in dem Spiel. Wie lange geht das noch, bis der Locus hier ankommt? Vor allem Locus. Ich mache mir gleich in die Hose. Hör auf zu drängeln und stoß an. Stoßen. Oh, was ist das denn für ein Muskelprotz? Ich bin der Erste, richtig. Klar, Chef. Du gehst vor, Chef. Wer seid ihr? Greift die Eindringlinge an. Also ich habe gerade überhaupt nicht gedrückt und da war die Schrift sofort wieder weg von Terence Hill. Aber ich muss mal bisseln. Das Bier? Boah, wir waren eh schon voll. Wow, was ein geiler Flieger, ey. Ein Flughafen. Mit Zugang für eine Toilette. Zwei Himmelhund auf dem Weg zur Hölle. Genau, der erinnert mich das Flugzeug. Das, ich habe gar nicht gedrückt jetzt gerade. Oh. Oh, das arme Flugzeug. Ach man. Okay, jetzt sind wir auf einer asphaltierten Strecke. Schau mal da drüben. Das muss das Flugzeug von K2 sein. Ich habe schon wieder nicht gedrückt. Hallo? Alle zum Buddy! Der haut sie alle um! Hör mal, nicht von hinten! Da, wenn du mir hinterherläufst. Ich wollte eigentlich eine Kombo machen hier. Na, wir haben schon 20.000 Punkte. Komm, machen wir uns nochmal ein. Das ist wie bei Pokémon Go. Ich krieg auch noch mehr 100, ey. Was ist? Oh. Alter, da war direkt mit der Pfanne hier ein. Jo, eine Gusseise, also, die hat sich nicht verbogen. Jawohl, da gibt's eine Backpfeife, Alter. Was geil. Komm her, Dude. Ja, das ist deins. Jawohl, gönn dir. Jawohl, gib ihm eins. Mit dem Krug. Du weißt im Glas aus. Nimm doch mal mit. Dann wieder vorbei. Mensch. Was macht der? Läuft nur hinter uns her hier. Komm, wir gehen Gassi. Jawohl. Man muss richtig eingeben. Da gibt es einen satten Elfer, Mensch. Jawohl, gut gemacht. Wie die kommen, ey. Still ich, ey. Boah, ey. Boah, nimm die Pfanne. Boah.
krieg ich mir mit. Du willst ja nicht. Jawohl, so. Oh. Gott, hier, so, nimm die Pfanne mit dem Boden mit. Nicht? Gut, nimm ich sie mir mit. Immer der Dicker, der hat immer Hunger. Jawohl, so. So, da war die Pfanne kaputt. So, du darfst jetzt auch mal. Ja, der war gut geworfen. Also. Nein, das ist die Pfanne liegen. Oh, Mopeds. Oh, die. Haltet die zwei auf. Das sieht wirklich aus wie der K2 auf dem Boot da. Ja, da die verdammte. Dieses verdammte Flugzeug. Jawohl, starten wir. Chef, wir müssen zuerst alle Kisten einladen, Chef. Verdammt Idiot, ich habe euch gesagt, wir starten jetzt. Ja, Chef. Entschuldige, Chef. Sicher, Chef. Oh Mann. Ach, Scheiße. So funktioniert das, alles klar. Ja! Rott davon ein falsches Moped, oh, ich hau dir eine Beule in die Gewürzgurke. Und was jetzt? Sollen wir die Mopeds nehmen, oder was? Ich kann aber nicht einsteigen, warum nicht? Hm. Nee, warte mal, ich konnte doch sonst immer wechseln. Okay, funktioniert nicht. Ich komme aber nicht weiter. Ist da jetzt ein Bug oder so? Hier geht's gerade nicht weiter. Ja, das. Ich kann doch nicht aufs Moped steigen. Hm. Den Mast kann ich auch nicht umkloppen. Ich werde jetzt schnell mal neu laden. So, machen wir mal neu. Machen wir mal neu starten. Ja, das überspringen wir jetzt einfach mal. Jawohl, steig runter da, Dicker. Okay, ich hab mein Moped. Hast du gesehen, wie nett die waren? Die haben sogar ihre Motorräder für uns da gelassen. Los, lass uns gehen. Die Leder, die Laderampe am Flugzeug wird noch durch Bohnenkisten blockiert. Lederpampe oder Rampe, was wollte ich sagen? Gott? Doch nein. Jo, guck mal, wie das schnell der Dicke abgeht. Level complete. Okay. Nice. Das war mal ein kurzes Level, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir direkt weiter hier. Finale. Oh ja, das ist das letzte Level. Och nö. Schon so schnell durch das Spiel. Schade, schade, schade. Au, scheiße. Ach, Mann.
Okay, wir haben es geschafft. Jawohl, alle Neune. Und auf die Oma, Alter. Wow, was war das denn? Wir haben es geschafft, würde ich auch sagen. Jetzt holen wir uns diesen Schurken. Dann gehen wir mal in die nächste Lade, in den nächsten Laderaum. Das sieht aus wie Puffin. Puffin fängt in die Kacke, die du brauchst. Schmeiß das weg. Wieso? Schmeiß das weg. Auch Kraft und Ausdauer haben wir sowieso. Ja. Willkommen. Ach ne, guck mal hier. Der Italiener ist auch wieder da. Also es waren ja alle Italiener. Aber Terrazell hat ja auch teils, glaube ich, von der Mutter her auch so deutsche Abstammung. Seid ihr gekommen, um den Start live mitzuerleben? Verdammt, lass Sophia gehen. Ich werde euch und das Mädchen entsorgen. Dann werde ich noch reicher sein, als ich es jetzt schon bin. Und das alles in wenigen Minuten. Heute muss mein Glückstag sein. Schön aufgesagt, Chef. Und jetzt lernt ihr den unerbittlichen Bohnen-Nator kennen. Ach ne, hör auf ihn so zu nennen. Sein Name ist H725. Bohnen-Nator finde ich geil. Entschuldige, Chef. Wenn du denkst, dass die Blechbüchse hier dich schützen wird, dann irrst du dich. Oh Mann, was ist das? Nein, ah, Buddy. Oh ja, nice. Entschuldige, Chef, ich habe versagt. Mach dir keine Sorgen, mein nutzloser Diener. Jetzt werden Sie den Zorn von H725, dem Bohnen-Nator, erleben. aua, meine Zähne. Ja, der hat immer einen auf der Schule. Kann ich den nicht hochheben? Ach Mann! Ja, das wirkt, das ist gut. Oh, ja. Steht aber auch immer im ja. Alter.
gleich haben wir's. Jawohl! Jawohl! Los, Terence, nimm die Fernbedienung. Es ist vorbei, K2. Die Bohnen dieser Welt sind gerettet. Hey, warum stoppt die Startsequenz nicht? Wir sind zu weit von der Insel entfernt. Die Rakete ist außerhalb der Reichweite der Fernbedienung. Oh, scheiße. Ich glaube doch nicht, dass es vorbei ist. Nein, nein. Schnell, wir müssen zur Insel zurück. Kannst du so ein großes Flugzeug fliegen? Fliegen, ja. Landen, nee. Okay, wir gehen jetzt in die, ins Cockpit. Wir haben ein Problem. Während des Kampfes wurde der Tank geschädigt. Wir verlieren an Höhe. Ich fliege diese Schüssel zurück zur Insel, gehe und schaue, ob die Gewicht abwerfen kann. Ach so, ich kümmere mich sofort darum. Nimm das Funkgerät, damit bleiben wir in Kontakt. Oh, alles klar. Das heißt, wir spielen jetzt Terence Hill. Okay. Okay, warte, automatisch. Wie sieht's aus? Ist es jetzt genug? Wir müssen viel leichter werden. Warte, ich habe eine Idee. Aktiviere den Autopilot und hilf mir. Oh. Guck mal, sind alle verschmiert, ey. Oh, wie geil. Ja, wenn das jetzt nicht geholfen hat, weiß ich auch nicht. Super, es hat geklappt. Wir werden schneller. Versuch nochmal die Fernbedienung zu benutzen. Ja, wir waren fantastisch. Allerdings. Das kannst du laut sagen. Ich glaube, aus uns geht der Sprit aus. Okay, wieder Richtung Cockpit. Haben wir noch genug Sprit, um zu landen? Nein. Nein? Es reicht nicht, um sicher auf der Insel zu landen. Aber wir haben genug, um so viel wie möglich an Höhe zu gewinnen. Damit der Mai... Sprit da unten, aber passiert nichts. Was meinst du damit? Hast du jemals die Möwen beobachtet? Sie fliegen in großer Höhe. Dann an einem bestimmten Zeitpunkt vorbeistreifen sie ihre Flügel und beginnen Segel abzusinken. Okay, so jetzt aber. Und sie werden unterstützt von Wind, die Strömung, ihrem Instinkt. Der Wind, die Strömung, dem Instinkt, ja. Aber wenn dieses alles nicht ausreicht, können wir immer noch mit ihren Flügeln schlagen. Und wir schlagen auf den Boden auf. Den Spruch, den kennt man, ne? Ja, wie geil. Schön eingebaut, muss ich sagen. Sehr schön eingebaut. Und was kommt jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Yes. Oh, alles in Trümmern. Willkommen bei Raft. Mann, oh Mann, oh Mann. Normalerweise ist das Flugzeug absinken. Aber das schwebt, das schwebt alles. Oh, guck mal, die Katze hat immer... Die Katze. Und was machen wir jetzt? Wir schwimmen. Er kann aber nicht schwimmen. Und wohin? Meine ich zumindest. Zu den Bahamas. Weißt du, wo die sind? Nö. Ich auch nicht. Okay, dieses Mal machen wir das, was du sagst, aber es ist nicht vorbei. Doch, doch, es ist vorbei. Errungenschaft freigeschaltet. The End. Ja, Snips and Beans. Wir haben es durch. Geil, ey, Brofist. Schöne Grüße daraus an den Felix Frei, den lieben Sassy 51. Oder 81 war das jetzt?
Ja, und an Holy natürlich, die das hier so zahlreich geguckt haben, ihre Kommentare unter den Videos dagelassen haben. Dankeschön, dass ihr mich auf dieser kleinen Bud Spencer Filmreihe Serie Games Production auf dieser Filmreihe in dem Spiel von Snaps and Beans von Bud Spencer und Terence Hill begleitet habt. Einsatz! Ja, oh, wie geil. Ja, da haben auch ziemlich viele mitgewirkt, wie man sehen kann hier. Wow. Christian Russ. Bin leider nicht. Ja, mal nochmal Christian Bleschke. Christian Krippner. Ich habe viele Christians vergeben. Ich mag meinen Namen zum Beispiel Christian Lendl. Irgendwo steht da bestimmt ganz klein. Virus Visions. Ja, es war auf jeden Fall sehr lustig. War sehr unterhaltsam. Hat mir sehr mega Spaß gemacht, das zu spielen. Aber auf jeden Fall. Und es war nur in dem Punkt zu kurz. Ich meine, dafür bezahlt man 20 Euro für das Spiel. Und dafür war es einfach zu kurz. Das hätten sie länger machen können. Und was richtig scheiße fand, ist, das ist kein Multiplayer. Also konntest nicht zur Koop machen, sondern nur als KI und CPU. Beziehungsweise CPU und P1. Also, das fand ich scheiße. Sonst hätte ich das mit jemandem Let's Play. Ich hatte eigentlich auch schon jemanden dafür, aber ja. Schade. Aber man kann das Spiel halt von zu Hause aus mit jemandem, der neben einem sitzt, auf Tastatur oder Controller, denke ich mal, spielen. Das haben sie wenigstens gemacht, aber nicht jetzt halt. Einer sitzt hier und einer sitzt woanders im anderen Land oder Ort, Dorf. Und man kann das dann spielen. Von daher, warum passiert jetzt kein Bild? Okay. Ich drücke jetzt. Ah, okay. Rüber mal auf den Controller und dann kommt man wieder zum Startbildschirm. Hier steht weiter, aber wie gesehen, wir haben es ja durch und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play und ja, das nächste Let's Play ist auf jeden Fall Ballerspiel und die, da kommt auf jeden Fall noch was Geiles, was Neues mit mehreren, also mit insgesamt drei anderen YouTubern und der eine davon wird wahrscheinlich kein YouTuber sein, schauen wir mal, auf jeden Fall, ja. Für euch wird noch was geboten, da kommt auf jeden Fall noch mal was und in dem Sinne will ich mich bedanken fürs Zusehen, fürs dabei sein, für die emotionale Stimmung und sorry für mein Lesen. Mit Lesen habe ich es nicht so, ist nicht ganz so meine Stärke, aber ich hoffe, das wird sich irgendwann im Laufe der Zeit noch ein bisschen verbessern. Somit, ich bin raus, das war euer Virus, danke fürs Zusehen, würde ich sagen und ciao mit V.